Hallo und herzlich willkommen. Die nächste Folge, die Kunst des Mordens, der Marionettenspieler bei Raoul in der Werkstatt. Wir haben in der letzten Folge für ihn schon mal einiges sammeln können. Wir haben ein beschädigtes Rad, einen Reifen, einen Flicken und. Wir brauchen jetzt noch das Montiereisen. So, kann eigentlich ja nur hier irgendwo in der Nähe liegen. Ein Wagenheber. Oh, Wanne? Hab ich da eigentlich schon... Da ist es doch! Herrgott! So, jetzt müssen wir aber alles haben, oder? Ich habe das Montiereisen gefunden. Geben Sie es mir. Da. Ich komme später wieder. Und er legt immer noch nicht los. Das funktioniert nicht. Das funktioniert nicht. Alter! Das kann doch jetzt nicht sein. Das nennt man Versuch und Irrtum. Diese Objekte passen nicht zusammen. Tut mir leid, Freunde, aber mir ist das Spiel hier echt zu hoch. Denk nach, Nicole. Nein, wir müssen erst den anmachen. So, wo hat sie jetzt markiert? Das funktioniert nicht. Denk nach, Nicole. Ey, sorry, Leute. Ganz ehrlich, ich weiß es nicht. Was will das Spiel von mir? Nun kann man erkennen, wo der Schlauch ein Loch hat. Ja, danke, aber... Das hast du toll gemacht, Nicole. Wirklich ganz toll. Das funktioniert nicht. Oh. Das ist doch nicht wahr. Denk nach, Nicole. Geht nicht. Nun kann man erkennen, wo der Schlauch ein Loch hat. Ein Gummiflicken, mit dem man den Schlauch reparieren kann. Und warum bringst du die beiden Sachen nicht zusammen? Diese Objekte passen nicht zusammen. Nee, also es macht wirklich keinen Spaß, dieses Spiel. Weil... Durchsichtiges Klebeband. Warum benutzt du es denn nicht damit? Das ist doch das Logischste auf der Welt. Wir brauchen eine andere Lösung. Ja. Geht nicht. Warum nicht? Wenn sie es wenigstens sagen würde. Das funktioniert nicht. Nun kann man erkennen, wo der Schlauch ein Loch hat. Ah. Tja. Willst du mich verarschen? Wieso war das denn eben nicht hier? Hier stand eben nur Ende. Ist das gut so? Also... Perfekt. Reparieren Sie jetzt das Rad? Rad? Ach ja, sicher, einen Moment. Also... Naja, ich sag nichts dazu. Ich sag nichts dazu. Haben Sie das Rad repariert? Tja... Und jetzt? Ach, hören Sie doch auf, mich zu nerven. Sie sind so ungeduldig. Sind Sie schon fertig? Einen Moment... Ich habe es wirklich eilig. Eile mit Weile, junge Dame. Ich warte sehnsüchtig. Ich muss weg. Ich komme gleich wieder. So, fertig. Hier, das Rad ist so gut wie neu. Oh, danke. Und wer bezahlt mich jetzt? Sie oder der Antiquitätenhändler? Ich werde ihn bitten, dass er vorbeikommt, bevor er verschwindet. Er verschwindet? Ja, er sagte so etwas. Wie, auf seinem Rad? Nein, ich nehme ihn in meinem Auto mit. An Ihrer Stelle würde ich das Auto nicht fahren, bevor es repariert ist. Sonst stirbt es Ihnen bei der ersten Steigung gleich ab. Ich wollte es auch gerade... Überlege es mir. ...sagen. Da ist ja das Motorrad von seinem Enkel noch besser. Ja, dann nehme ich eben das. Auf Wiedersehen. Ich sagte schon, nehmen Sie lieber das Motorrad. Na, gute Idee. Der Reifen ist jetzt repariert. Oh. Aber ich muss ihn noch aufpumpen. Okay. Gut, dass ich nochmal nachgeguckt habe. Ich werde mich jetzt wieder schön zum Antiquitätenhändler gelatscht. Geil. Wenn das in der Realität auch mal so schnell gehen würde. So, jetzt aber. Denk nach. Nein, Nicole, quatsch mir doch nicht immer einen Knopf an die Backe. So, mein lieber Antiquitätenhändler, dann wollen wir mal.
Oh nein. Er ist tot. Gab es wirklich keine Möglichkeit, ihn zu retten? Tja. Du hättest ihn ja mitnehmen können. Oh, nee. Der arme Mann. Gab es wirklich keine Möglichkeit, ihn zu retten? Danke, Nicole. Weißt du, da hängt ein toter Mann an einer sehr unbequemen Stelle und das ist das Einzige, was du zu sagen hast. Es ist doch nicht wahr. Oh, was ist das? Die Beweise sollten eingepackt werden, oder nicht? Hat sie jetzt Flashbacks oder was war das denn? Einmal Foto machen. Foto! Nicole? Okay, jetzt will... Gab es wirklich keine Möglichkeit, ihn zu retten? Jetzt will sie kein Beweisfoto haben. Gut, dann eben nicht. Aber die Frage ist jetzt, wie kriege ich den Safe auf? Muss ich den überhaupt aufkriegen? Die Liste ist weg. Toll. Wenigstens haben wir das auch schon mal jetzt. Ist hier irgendwas? Na, immer nur noch der Hocker. Ach, jetzt nimmst du ihn mit! Ist ja geil. Ja, okay, der Antiquitätenhändler kann jetzt auch nichts mehr dagegen haben. Was haben wir hier? Kann ich jetzt auch mitnehmen? Hoppla! 26 nach rechts, 6 nach rechts, 11 nach rechts, 17 nach rechts, 14 nach rechts. Der Stier. Ein zeitloses Motiv für spanische Künstler. Von Altamira über Goya bis zu Picasso. Nicole, dir ist aufgefallen, dass da was steht? Nein, anscheinend nicht. Gut, dann werden wir da jetzt uns ein Bild von machen. Digital. Oh, ich habe genau den Cursor da drauf gehabt. Das war jetzt nicht sehr clever. So nämlich. Hab's wieder hingestellt. So, und dann dahin. So, Nicole, jetzt. Ach du Scheiße. Warte mal, wo? 6. Okay, ich glaube... Ah, fuck. 11. Ich glaube, ich habe einen Fehler gemacht. Ich drehe nämlich in die verkehrte Richtung. Die Tür ist versperrt. Ja. Also nochmal 0. So, also. So rum auf 26. Dann wieder so rum auf 6. Dann so rum auf 11. Dann so rum auf 17. 15, 16, 17. Und jetzt auf 14. Die Tür ist versperrt. Oh, diese Musik dabei. Okay, ich hab's nicht genullt. Deswegen vielleicht. Okay, nochmal neu. 26. Na, 6. 11. 17. Und 14. Ha! Eine Skulptur eines Drachen. Schwedische Browning, 19. Jahrhundert wahrscheinlich. Zwei Bücher, die ich mir nicht ansehen werde. Was ist an diesem Ring so wertvoll, dass er in einem Safe aufbewahrt werden muss? Moment. Den bekomme ich da nicht raus. Naja,
Wofür auch immer wir jetzt den Hocker mitgenommen haben. Ich denke mal, wir brauchen irgendwas von dem Safe hier jetzt zur Montage, wetten? So geht das nicht. Ich muss irgendwie den hinteren Teil des Motorrads anheben. Oh nein. Ah, mit dem Stuhl. Huch, was war das denn? Hocker ohne Polster. Ein Stuhl ohne Polster ist wie Beine ohne... Ach, egal. Huch. So, und jetzt, wie kriege ich das hoch? Ha! So nämlich. So geht das nicht. Ich muss irgendwie den hinteren Teil des Motorrads anheben. Bist du bescheuert, Nicole? Reparierter Motorradreifen. Motorrad hinten, ja super. Ich werde die Mutter befestigen, wenn das Rad an seinem Platz ist. So geht das nicht. Ich muss irgendwie den... Diese Objekte passen nicht zusammen. So geht das nicht. Ich muss irgendwie den hinteren Teil des Motorrads anheben. Ach, Moment, ich habe eine Idee. Kann ich mir jetzt hier vorne den Säbel nehmen? Das scheint ein wertvolles Sammlerstück zu sein. Hm. Ich fasse es besser nicht an. Nein, kann ich nicht. Da, warte mal hier. Den Holz. Wie komme ich da nicht raus? Beweispuppe. Moment, ich hatte hier doch irgendwo eine Nahansicht. Ich muss die Räder dran montieren. Was für Räder? Ah! Die Räder sind vom Safe. Damit man den bewegen kann. Ne, warte mal, da hinten. So, nu? Bewegen. Bewegt sich nicht. War ja vielleicht, wenn ich einen Hebel verwende. Einen Hebel? Ein kleiner Schlüssel. Es steht nicht darauf. Den bekomme ich da nicht raus. Diese Griffe scheinen zum Transport des Safes gedacht zu sein. Hm. Ich frage mich, wo die Räder sind. Nicole. Oh, wieder so ein Spielefehler. Die Räder sind doch montiert. Einen Hebel. Aber mit was sollen wir denn hebeln? Den bekomme ich da nicht raus. Mit dem Hocker? Ich kann mir jetzt hier vieles vorstellen, aber... Toll. Sie sagt noch nicht mal was dazu. Das ist auch wieder so geil... Da. Warum macht man sowas? Warum denkt man nicht zu Ende? Diese Griffe scheinen zum Transport des Safes gedacht. Vielleicht will sie jetzt den Säbel nehmen. Weil das ist das Einzige, was ich hier habe, was irgendwie als Säbel fungieren... Natürlich. Erst will sie es nicht anfassen und jetzt so. Es ist doch... Man macht es dem Spieler unnötig kompliziert. Oh, was ist denn jetzt schon wieder? Ach, auf die... Da oben durch? Ja, na endlich. So, und jetzt kann ich den bewegen, ja? Bewegt sich nicht. Vielleicht, wenn ich einen Hebel verwende...
Freunde, ich habe absolut null Ahnung, was das Spiel jetzt hier von mir will. Den bekomme ich da nicht raus. Ich muss es da oben. Oh, geil. Ich habe das ein oder andere Spiel echt schon gespielt, aber was das Spiel hier von einem manchmal will, das ist echt... Das ist ein ungewöhnlicher Ort, um Dinge zu lagern. Mhm. Motorradschlüssel. Eine Liste der Verschwörer. Wir sind jetzt eigentlich genauso weit wie vorher und jetzt bin ich mal gespannt, ob wir das Rad jetzt montieren können. So geht das nicht. Ich muss irgendwie den hinteren Teil des Motorrads anheben. Kann ich mir den nochmal angucken? Nein, kann ich nicht. Das ist ja auch geil. Der Holzblock da unten. Ach doch, da ist er doch. Oh Gott, bin ich. Ich bin schon so Mischugge im Kopf. Das nennt man Versuch und Irrtum. Denk nach, Nicole. Diese Objekte passen nicht zusammen. Denk nach, Nicole. Denk nach, Nicole. Denk nach, Nicole. Ein Stuhl ohne Polster ist wie Beine ohne... Ach, egal. Was will diese Denkensweise vom Spiel, bis man die verkapiert hat, ne? Also doch! Das nennt man Versuch und Irrtum. Denk nach, Nicole. Jetzt hat sie ihn wieder. Das hat sich keinen Millimeter weiter nach oben bewegt. Ist ja geil. Diese Objekte passen nicht zusammen. Geht nicht. Das funktioniert nicht. Wo will das Spiel denn jetzt? Ach, ich muss es mir... Ich muss nur das Rad sichern. Das ist noch nicht meine selbstsichernde Mutter. Dieser Schraubenschlüssel ist zu groß. Ich muss entweder einen anderen finden oder das Rad irgendwie anders sichern. Anders sichern? Mit Kabelbinder oder was? Ja, genau, mit Klebeband. Diese Objekte passen nicht zusammen. Ah, was haben wir hier noch? Den Hogger kann ich jetzt nicht mehr benutzen. Kann ich hier noch irgendwas benutzen? Nein. Kann ich den irgendwie bearbeiten? Puppe mit ne Schlüsselmotorrad. Geht nicht. Dieser Schraubenschlüssel ist zu groß. Ich muss entweder einen anderen finden oder das Rad irgendwie anders sichern. Das funktioniert nicht. Hä? Ach, weil wir den jetzt... Rad gesichert. Ist klar. Ich verstehe, auf was sie hinaus will, aber das ist jetzt so... Na, nee, ich sag nichts dazu. Nee, mir ist das so blöd. Das Motorrad ist nicht fahrbereit. Oh, nee. So, jetzt. Ja. Wo ist denn dein Helm, Nicole?
Marseille, 19. April 2008, 19.33 Uhr. Gut, dass Nicole Motorrad fahren kann. Zum Hafen. Was ist das für ein widerliches Geräusch? Tor. Ich könnte durch dieses Tor gehen, aber wahrscheinlich wird es bewacht. Ah, die Frau ist so clever. Ach, was ist das für ein ekelhaftes Geräusch? Diese Mauer ist hier eindeutig niedriger. Das sieht wie eine Kletterwand in unserer Sporthalle aus. Ein großer Stein. Ein großer, schwerer Stein. Ein Filmdöschen. Ach ja. Ein kleiner Stein. Was findet man nicht alles in der Telefonzelle? Dieses Geräusch ist gerade echt Gift in meinen Ohren. Woher kommt das? Oh, es ist ja furchtbar. Ein Seil darf in keinem Adventure fehlen. Na endlich, sammelt sie mal alles ein, was wir finden. Meerwasser. Oh, okay. Ja, das Meerwasser. Moment, wir haben... Ein kleiner Eimer, dessen Boden herausgedrückt ist. Ein Plastikeimer mit einem Schraubenzieher am Boden. Ja, nehmen ihn doch mal raus. Plastikeimer mit einem Schraubenzieher am Boden. Das nennt man Versuch und Irrtum. Sie will also kein Meerwasser. Na gut. Bootsheck. Okay, wir sichern es erstmal. Genau. Sehr logisch. Oh, nee, doch nicht. So, jetzt. So, jetzt haben wir das erstmal gesichert. Jetzt gucken wir uns das Boot an. Oh. Boah, was für ein geiles Wasser. Wow. Das sah ja mal richtig geil. Das hier sieht ja richtig billig aus. Wow, krass. Willst du jetzt was einfüllen? Diese Objekte passen nicht zusammen. 100 Pro, dass wir später irgendwann den Eimer mit Wasser füllen. Wir haben einen Anker bekommen. Okay, also alles nur für einen Anker. Ein Königreich war ein Anker. Eine leicht abgenutzte Sitzbank von einem Boot. Ein Schraubenzieher mit einem handlichen Griff. Ein kleiner Stein. Ein Filmdöschen. Aber da ist etwas drin. Ein Haken mit einem Saugnapf, den man an glatten Oberflächen befestigen kann. Mhm. Ein großer, schwerer Stein. Mhm. Warum können wir uns jetzt das Motorrad noch angucken? Können wir das auseinandernehmen? Das halte ich für keine gute Idee. Und auch ihre Sprüche zu unseren Aktionen, die sind auch immer der Hammer. Freunde, die Zeit ist erreicht. Oh, mit diesem widerlichen Geräusch in den Ohren verabschiede ich mich von euch und wir sehen uns dann in der nächsten Folge hier in Marseille wieder. Macht es gut, schönen Abend noch. NRW bei 18. Adieu.